Get up, mein Name ist FID und ihr schaut gerade zu bei Backspin TV. Gebt euch. Also wie ich auf den Titel Alter Ego gekommen bin, ist ganz einfach so, ist halt ein Album, mein Debütalbum sozusagen, und ich wollte halt auch sozusagen den Zwiespalt, den ich mit mir selber ausmache, deutlich machen, beziehungsweise die Dämonen, die jeder Mensch in sich trägt, so die Geister, mit denen wir zu kämpfen haben, einfach ausmachen so, und deswegen Alter Ego, das andere Ich, ich präsentiere auch eine Seite, die man so von vielleicht nicht von mir kannte. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde, also ich kenne Harris sehr gut, so nicht sehr gut, dass ich jetzt jeden Tag mit ihm chille, aber er war einer der ersten Rapper, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, ich feiere deine Mucke, von daher, es ist egal, was Harris macht, ich finde ihn trotzdem cool so. Und den Song, er muss ja einfach selber für sich selbst verantworten, wie er das sieht und was seine Meinung dazu ist, haben wir gehört in dem Song, von daher wird da gar nichts passieren, so, weil Harris einfach ein an sich ein Mensch ist, der irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, jeden toleriert und jeden respektiert, so. Von daher denke ich, ist einfach nur seine Meinung, sein Statement zu dieser ganzen Debatte. Und die muss man respektieren, so wie sie von ihm kommt. Also meine Meinung ist es nicht, aber ich bin auch nicht derjenige, der dann sagt, zum Beispiel, meine Meinung ist die einzige richtige. Also das kann ja auch nicht richtig sein, so. Von daher ist es immer gut, wenn man viele verschiedene Meinungen hat, und im Endeffekt ist es auch cool, dass ein Harris dahin geht und sowas erzählt, weil am Ende des Tages sorgt es für Gesprächsstoff, und das ist, was eigentlich die Hauptsache ist, und deswegen soll Harris machen, ist cool, was Harris macht. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Meine Meinung zu dem Thema ist, guck mal, wenn es ein Fußball, ein einfacher Fußball schaffen kann, eine ganze Nation zu vereinen, egal welchen Migrationshintergrund man hat, also dass jeder sich dazugehörig fühlt, das schafft, und dann kommt irgendein Thilo Sarrazin, der einfach nur für sein Buch werben will, es schafft, so mit einer lächerlichen Aussage das ganze Volk wieder so auseinanderzutreiben, dann ist es ein Armutszeugnis für uns alle, so, weißt du, das hat da nichts mehr mit Rap zu tun, das ist einfach so eine menschliche Sache, dass wir alle so dumm sind und uns dann wieder in diese Debatte einlassen, obwohl wir gerade auf so einem guten Weg waren. Von daher würde ich sagen, natürlich habe ich eine eigene Meinung und eine eigene Sicht darauf, und die wird auch auf dem Album sehr deutlich, auf Songs wie Murmeltier oder Lass sie reden, so, und deswegen sollten die Leute auf jeden Fall ins Album reinhören, um meine persönliche Meinung auf jeden Fall zu erfahren. Also, was heißt Thema? Es wird immer Thema meiner Musik sein, aber es ist jetzt halt nicht so der Hauptaspekt, ist nicht so sehr darauf fokussiert, weil es halt einfach Debütalbum ist, und ich wollte halt so breit wie möglich sein auf dem Album, für mich selber und auch für die Leute, die Musik mögen, halt nicht zu, sag ich mal, zu fokussiert auf ein Thema sich einlassen. Von daher, es ist auf jeden Fall Thema, und es geht auch, sag ich mal, es gibt einige Songs, die darauf, sag ich mal, fokussiert sind, um diese, sag ich mal, diese Thematik, die im Moment in Luft liegt, auf jeden Fall zu behandeln und, sag ich mal, meine Sicht der Dinge zu erklären. Nur, ich würde schon sagen, dass wir mit Talion so etwas wie einen Vorreiter geliefert haben, weil da war diese Debatte noch gar nicht am Start. Hätten wir Talion zu dem Zeitpunkt jetzt rausgebracht, wo Sarrazin um die Ecke gekommen ist, ich wette mit dir um 100%, um all das geht, dass wir auf jeden Fall heißer diskutiert worden als zu dem Zeitpunkt. Aber das ist nicht schlimm so, das bestätigt ja nur im Endeffekt mein Denken, dass ich ein Vorreiter in der Hinsicht war. Von daher ist alles cool. Cool, also ich kann nicht meckern, guck mal, ich bin kein Rapper, der irgendwann irgendeinem Rapper dankbar sein muss sein Leben lang, so, weil er ihn entdeckt hat, irgendwo aus irgendeiner Diskothek oder aus der U-Bahn rausgeholt hat, weil er da gefreestylt hat, so ich habe das einfach selber gemacht, so, ich habe es bis hierhin geschafft, so, und ist jetzt natürlich nicht, dass ich von Millionen oder so ein Schwachsinn rede, es geht einfach darum, sein eigenes Ding zu machen, und solange man sich selbst verwirklichen kann, soll das jeder machen, so, weißt du, und das ist auch eigentlich, würde ich sagen, im Moment für Rapper so das, das ist der Hauptaspekt. Natürlich kann man mit Merchandise und Auftritte hier und da mal immer Geld abgreifen und CD-Verkäufe, wenn es einigermaßen nach einer Zeit läuft. Und ich wäre auch ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich würde nicht gerne so und so viel verkaufen. Aber das muss sich ergeben, das muss man sich aufbauen. Dazu muss man vielleicht abwarten, den richtigen Song liefern, den richtigen Song zur richtigen Zeit landen. Spielen viele Faktoren, aber ich bin auf jeden Fall stolz und ich bin zufrieden. Ich kriege gute Resonanzen für meine Musik. Ist alles cool. Ich bin zufrieden. Hey Fab, meine Frage ist, hast du eigentlich vor, was unter Iranern sozusagen zu machen, mit NASA, Animus, Sinanji oder so? Und ja. Und meine zweite Frage lautet, was für Idole hattest du, als du klein warst? Also wer waren deine Idole? Also das ist in erster Linie Vorbilder oder so Idole, die ich hatte, waren jetzt überhaupt nicht musikalisch gesehen oder auch nicht aus sportlicher Sicht. Ich fand, es klingt jetzt ein bisschen vielleicht so Phrasendrescherei, aber ich habe meinen Vater immer sehr bewundert als kleiner Junge, weil er halt einfach alles konnte so, und ich fand das immer cool, wie er zum Beispiel im Garten das Haus aufbauen konnte, und ich wollte das auch, aber ich konnte es nicht so, und deswegen war es halt, ich habe zu meinem Vater sehr viel aufgeschaut, und dieses Iraner-Dingen so, ganz ehrlich, ich bin Iraner, ich bin auch stolz darauf, wo ich herkomme, aber das macht nicht den Aspekt dafür aus, mit wem und wo ich Musik mache.
So, man kennt sich, ich kenne Sinan, ich kenne Nazar, ich kenne Animus, aber was sich daraus ergibt, wird die Zukunft zeigen. Einige von denen haben mich ja auch schon bestimmt 4-5 Mal angefragt, so, aber hat sich von mir zeitlich ja noch nicht entwickelt, dass ich da was machen konnte. Ja, der Diss kommt morgen um 17 Uhr. Also wird das Interview, werdet dann den Song wahrscheinlich schon gehört haben, wenn ihr das Interview seht. Ich muss ehrlich sagen, ich war in letzter Zeit gar nicht so sehr viel in Deutschland gewesen. Ich war aus privaten Gründen viel in Belgien und Holland gewesen und deswegen ist ein bisschen Haftbefehl an mir vorbeigegangen. Wie viele andere Rapper auch im Moment. So, von daher, ich werde es nachholen und dann kann ich vielleicht dazu was sagen. Ja, warum? Ganz einfach. Guck mal, jedes Mal, wenn diese Leute, ich erwähne dann nicht einfach so wahllos irgendwelche Leute, der Diss ist einfach da, weil jedes Mal, wenn die ein Album rausgebracht haben, haben die einfach auf die Promotrommel gehauen und haben dann in Juice irgendwelche Sachen behauptet, einfach Geschichten, die aus den Fingern gezogen sind. So, weißt du, da wurde ich auch nicht zu befragt oder so, die wurden dann auch so gedruckt. Und dann dachte ich mir so, das Gleiche, das kannst du auch und ich kann das viel besser als die. Die haben es ja auf eine lächerliche Art und Weise getrieben, so, und jetzt kriegen die morgen ihre Backpfeifen. Nee, ich habe im Moment keinen anderen Beruf. Also ich bin selbstständig, das kann man nicht Beruf sein. Also ich muss nicht morgens um 8 Uhr aufstehen und bin dann um 15 Uhr wieder zu Hause von der Arbeit. Ich arbeite für mich selber. Das heißt, ich bin im In- und Export tätig. Das kann ich jetzt so nicht sagen, wie viele Videos noch erscheinen werden, aus dem einfachen Grund, ich habe bis jetzt so viel gemacht, wie ich konnte. Und jetzt kommt noch ein Song kurz vorm Release. Das heißt, Hilf dir selber ist auch eigentlich der Titeltrack des Albums. Man könnte in Klammern sagen, Alter Ego zu dem Song. Ja, und ich werde auf jeden Fall nach dem Release mindestens 1-2 Videos machen. Ich habe ja eh mal zu jedem Release viele Videos gemacht, weil ich einfach darauf stehe. Und ich erkenne auch einfach die Zeichen der Zeit, dass wir im Zeitalter des Internets leben. Und das einfach ein gutes und effektives Promo-Tool ist, einfach den Kids etwas mitzugeben, weil einfach MTV zieht einfach gar nicht mehr, null, so, weißt du, und dann habe ich lieber auf YouTube die ganzen Kids vereinigt, so, und die freuen sich dann, die haben dann was zu gucken und kennen dann auch die Songs brutalstens auswendig, wenn man live unterwegs ist, und das ist dann, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber ich hoffe einfach mal, dass wir noch auf jeden Fall nach Release 2-3 Dinger starten werden. Den kenne ich, ehrlich. Weißt du, warum ich ihn kenne? Der hat damals, Rashid und Jamal, hat der auch gerippt das Video und hatte voll viele Klicks damals darauf und das hat mich voll abgefuckt. Aber trotzdem cool, Kill Oa Hase, ich kenne auf jeden Fall deinen Namen. Du bist vorgemerkt, mein Freund. Der möchte nämlich auch Geld ausgeben. Also guck mal, das Ding ist, wir haben das ja gerade aufgebaut, dieses ganze Geschehen so, und das ist halt noch ein bisschen so Aufbauphase, könnte man nicht sagen. Die Strukturen entwickeln sich halt gerade so ein bisschen und die T-Shirts und alles weitere Merchandise-Kram kommen jetzt und werdet ihr auch dann wahrscheinlich über Ruhrpott illegal .com oder .de, wie es jetzt ausgeht, auf jeden Fall. Ich werde euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten, sobald es Shirts, Merch, Urge gibt, könnt ihr das alles kaufen und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Gibt's eine Tour? Eine Tour wird's, also ich sag, es ist gerade in Planung, mit zwei anderen Rapper auf Tour zu gehen oder vielleicht alleine, aber das muss sich erstmal entwickeln, wie das Album jetzt läuft. Aber es ist auf jeden Fall viele Anfragen jetzt auch gewesen von Veranstaltern, wo ich gesagt habe, dann wartet lieber, dann koordinieren wir das Ganze und dann gehen wir auf eine Tour, da hat jeder was von. Okay, was geht ab? Hier ist FAID, am 26.11. kommt Alter Ego, geht nach Saturn, geht nach Mediamarkt, Müller, wie auch immer, bestellt euch vor bei Amazon. Ich schaue gerade Backspin TV und wie ihr Backspin TV kennt, könnt ihr gerade was gewinnen. Und zwar könnt ihr so ein wunderschönes T-Shirt gewinnen. Ihr müsst dazu nur eine einzige Frage beantworten. Welche zwei Rapper habe ich vor kurzem bzw. etwas längeren Zeitraum herausgefordert zu einem Freestyle-Battle für 15.000 Euro und welche beiden Rapper sind nicht angetreten? Okay, wenn ihr wisst, welche das waren, könnt ihr ein T-Shirt gewinnen. Gebt euch Backspin TV.